Servus, Christi und herzlich willkommen im LS17 auf der Klingenbach mit mir, dem Wolpertinger 2000. Schön, dass du wieder mit dabei bist und so schaust, wie wir hier so vorwärts kommen. Und ja, wir müssen ein bisschen was tun, habe ich so das Gefühl. Wir warten erst darauf, dass unsere Felder mal ein bisschen was tun, damit wir mal weiterkommen. Aber ich habe gesehen, hier die Sauberkeit ist schon ein bisschen runter. Das heißt, wir müssen ein bisschen um die Viecher kümmern. Und dann sollten wir vielleicht auch ein bisschen was verkaufen, weil ein bisschen wenig Geld ist doch auch da. Und das eine oder andere werden wir noch brauchen, schätze ich. Und ich habe überlegt, wir könnten ja vielleicht mal so ein bisschen Raps zum Getreidehandel Klingenbach bringen, oder? Das wäre doch mal eine Idee. Aber als erstes starten wir mal die Maschine. Okay. Und dann fahren wir mal, würde ich sagen, unser Schäufelchen holen. Und das Ding ist laut, gell? Das ist der Wahnsinn. Kommt die Musik gerade immer drüber? Mal ein bisschen leiser machen hier. So ist, glaube ich, ganz gut. Und ich muss ja auch noch drüber kommen. Wie abgestorben. Was ist jetzt passiert? Irgendwas macht hier, was es will. Keine Ahnung. Einfach abgestorben. Können die einfach absterben? Nee. Wahrscheinlich spinnt irgendeine von meinen Tastaturen rum oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall machen wir jetzt mal schnell die Viecher sauber, würde ich sagen. Ganz kurz nur, das ist ja kein großer Akt. Und dann verkaufen wir ein bisschen was. Derweil läuft hier der Tag weiter. Ach, da ist ja noch Heu drin. Ach nee, das ist auch das Falsche. Wolle, das ist das Falsche. Ich glaube, das ist mein Racer-Gedöns, das hier so ein bisschen ab und zu mal einfach Tasten macht, die es nicht tun soll. Irgendwo liest hier einer was falsch aus. Ich habe keine Ahnung. Es zuckt ab und an ein bisschen, was es eigentlich nicht tun sollte. Aber damit kommen wir es auch zur Rande. So, das da brauche ich doch. Dann mal schnell rüber zu den Viechis. Mal schnell sauber machen. Und dann muss ich mal nachher mal checken, was hier eigentlich mit meinem Rechner los ist. Ja, da schau, ein bisschen kleines Gras haben sie da rausgeschmissen. Nicht viel, so wir stellen das Ding mal auf einigermaßen gerade. Na komm. Was war das denn gerade? Irgendwie rutscht. Irgendwas bewegt sich doch hier. Sollte sich nicht. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie. Huch, wo stehe ich denn? So, und jetzt ist das Ding hier weg. Auch gut. Also manchmal muss man schon von außen gucken. Haben wir schon wieder sauber gemacht. Lass mal schnell schauen. Achso, sehen wir es noch nicht. Genau, aber es schaut fast so aus. Noch ein Stückchen zurück. Vielleicht nochmal kurz da ein bisschen reinfahren. Aber ich glaube, das schaut schon wieder sauber aus hier. Zwei Gras habt ihr rausgeschmissen. Naja. Aber schauen wir mal, dass wir das da drüben wieder reinschmeißen können. Ein bisschen. Nee. So. Und dann fahren wir wieder aus. Ich habe doch hier ein Allrad an. Warum habe ich hier eigentlich ein Allrad an? Sehr merkwürdig. Hier passieren Dinge, die nicht passieren sollten. Na egal. So. Wir fahren jetzt mal schnell unseren Hänger holen. Eigentlich könnte man das auch. Ja, jetzt fahren wir rückwärts weiter. Haben wir es eh schon fast geschafft. Ja. Fahren wir mal unseren Hänger holen. Und dann verkaufen wir ein bisschen Getreide. Und dann ist alles gut. Genau, und den Drescher behalten wir jetzt auch mal. Aber ich das letzte Mal doch gefragt habe, ob man verkaufen soll oder nicht. Aber ich denke, der ist ja eh billig. Das kriegen wir dann schon hin, den können wir uns behalten mal.
Auch wenn er natürlich die meiste Zeit nur rumsteht. Aber das kriegen wir schon. So, dann holen wir mal ein bisschen Getreide und verkaufen es beim... Ich weiß schon wieder nicht mehr, wo wir es verkaufen wollten. Wo wollten wir es denn verkaufen? Beim Landhandel, glaube ich, gell? Nein, beim Getreidehandel, genau. Raps wollten wir holen, genau. Wahnsinn. Ich bin verwirrt. Ja, nichts Neues, ne? Ist ja nichts Neues. So, dann fahren wir mal die Abkürzung über die Sprungstrecke. Ja, wer einen schlechten Magen hat, es tut mir leid. Aber ich kann nicht anders. Das ist halt mal der kürzeste Weg hier. So. Und dann möchte ich nämlich trotz allem... Kommt nichts, oder? Nee, schaut nichts aus. Trotz allem dann, glaube ich, schon mal ein bisschen auch Forst machen während der Zeit, wo wir hier nichts zu tun haben. Weil wir haben ja auch verdammt wenig Geld. Das heißt, wir brauchen Geld in irgendeiner Form. Und ja, warum nicht mit Forst? Man kann auch im Frühjahr seinen Wald noch ein bisschen anschneiden, ne? Warum auch nicht? Gucken wir mal, wo wir da hinkommen. Wir brauchen Geld. Ganz, ganz dringend Geld. Ich meine, wir können hier nicht ein Dreivierteljahr rumluschen und nichts mehr tun, weil wir einfach keine Kohle haben. Das geht doch nicht. Das wäre ja irgendwie schon blöd, ne? Eben. Also schauen wir mal, dass wir ein bisschen Kohle zusammenkriegen durch Verkauf und dann vielleicht eben, wie gesagt, auch ein bisschen Holz machen und einfach mal die Stämme nur verschnalzen, warum denn nicht? Sollte ja eigentlich auch ganz gut gehen. So. Wir wollten Raps verkaufen. Hauen wir mal alles raus, was wir so reinkriegen, das Ding. Na nun, da war aber ein kleiner... So, mehr ist nicht drin? Okay. Wir hauen mal allen Raps raus. Raps braucht eh kein Mensch, ne? So. Da tut er sich aber auch schon schwer ein bisschen. Ich schaufel noch ein Stückchen runter, so. Aber lange zu schwer wie der Hürli. Ach, ich mag den Deutz. So einen ähnlichen, ich weiß nicht, habe ich schon mal erzählt, glaube ich, gell, aber so einen ähnlichen alten Deutz haben wir ja auch bei uns hier im Dorf. Auch mit Frontlader dran und so. Ah, ist schon ein cooles Teil. Ja, es ist schon ein cooles Teil, ehrlich. So, wo fahre ich denn eigentlich hin? Ich hätte da vorne abbiegen müssen. Mann, vor lauter Schwätzen. Der Blinker zeigt hier nicht blink, blink, blink an, hast du es gesehen, sondern nur... Ach, ist das Ding plötzlich auch wieder da? Hä? Da blinkt er nicht, sondern er zeigt einfach nur nach links oder nach rechts. In dem Fall jetzt nach rechts, da oben, ne? Jetzt hat er wieder ausgeschalten. Mit welcher Taste kann man eigentlich das da unten an- und ausschalten? Das müsste ich jetzt auch nochmal nachgucken, weil dann wüsste ich, welche Taste hier einfach so mal ab und an Kommando gibt. Was ich nicht tun sollte. Ist ja nämlich blöd sowas, ne? Also ich finde das schon blöd. So viel finde ich den Getreidehandel, aber ich glaube, ich weiß, wo er ist. Hier geradeaus durch den Kreisverkehr. Da habe ich es auch nicht hingedrückt. Ich glaube, da spinnt das Ding hier rum. Das ist doch echt nicht schön. Muss ich gleich nochmal gucken zwischen der und der nächsten Folge, was hier eigentlich Sache ist. Weil so geht es nicht. Irgendwo spinnt hier alles ein bisschen rum gerade und ich finde das doof. Da war einer auf Escape gedrückt.
Hier gibt's nicht mal Escape auf den Teilen. Das ist mein... Oh nee, bitte. Nicht meine Logitech. Mein gutes altes G15, wenn das jetzt im Geist aufgibt und hier einfach schon mal wild Tastendinger sendet. Oh, oh, oh. Ja, aber irgendwo... Ah. Ist doch erst 7 Jahre alt. Ich meine, kann ich nicht angehen. Das ist schon ein Klump. Kann ich nicht beschweren hier, aber trotzdem. Aber dieses Gerucke und Getue ist definitiv, als würde einer kurz auf die Tastatur klopfen. Aber ich bin's nicht. So, Getreidehandel ist da hinten hinter der Kurve, gell? Genau. Das hat er bis vor kurzem nicht getan. Deshalb kaum fange ich mit der Aufnahme an, fängt er an, hier rumzublödeln. Echt, das ist... Aber ich schaue jetzt nochmal zwischen der und der nächsten Folge nach, was das jetzt eigentlich für ein Blödsinn ist. So, da müssen wir rein. Und ob ich das wieder abgestellt kriege. Hallo? Lass er mal den Scheiß hier. Jetzt wird's aber echt heftig. Ich habe nichts getan. Ohne Scheiß. Ich habe nicht auf E gedrückt, ich habe den Motor nicht abgestellt. Auch das da unten, das ist meine Tastatur. Die entwickelt ein Eigenleben. So, lala, wo muss ich denn hier eigentlich wieder hin? Ich glaube, da müssen wir es reinschütten. Ja, genau, da muss es rein. Kann man es von eins aufs andere mal nicht mehr kennen. So, also das ist... Muss ich dann gleich mal schauen. So, hier jetzt Raps rein. Nein, das war die falsche Taste. Sind wir noch nicht so weit. Jetzt dat. Jetzt dat. Kippt da. Schon schee. Das ist auch ein schönes Teil, was wir uns da gekauft haben. Definitiv. So, dann fahren wir mal zurück. Und weißt du, was wir auch mal machen könnten? Wir könnten jetzt mal eine Hoflieferung machen lassen. Sprich, wir kaufen jetzt was ein. Weil ich möchte auch mal wissen, wo der Rücksetzpunkt ist. Und ja, ich habe es nicht geguckt. Es wird schon keiner kommen. Das war der Laternenpfahl. Lalalala. Keiner hat es gesehen. Lalala. Hm. So, jetzt haben wir ein bisschen Geld. Das ist schön. 100.000, damit können wir arbeiten. Und Tastatur auch bitte rumzuspinnen. Dieses Rumgezucke ist nervig, Tastatur. Ich habe beide Hände am Lenkrad. Und das Ding zuckt hier rum. Unangenehm. Ja, vielleicht stöpsel ich mal einen anderen USB-Port ein. Jetzt muss ich mal gucken, ob das hilft. Weil so ist blöd. Genau. Das ist eine TT, eine Troll-Tastatur. So. Ich habe nämlich da schon was im Auge, was ich kaufen möchte, ganz ehrlich. Zeige ich dir das gleich. Aber erstmal fahren wir unseren Hänger wieder auf die Seite. Und die Zeit habe ich auch vor... Aha. Ich habe nur die Zeitbeschleunigung gedrückt. Das ist... Oh, das ist jetzt echt blöd. Ja, muss ich meine Laptop-Tastatur mal ran tun. Mal gucken, ob das hilft. Mal gucken, ob das hilft. So, jetzt fahren wir den erstmal da rein. Und dann gehen wir noch schnell was einkaufen. Zwei Dinge brauchen wir. Zwei Dinge brauchen wir, genau. Und zwar, das da müssen wir wieder wegstellen. Wir brauchen eine Poltergabel für den Traktor hier. Haha, wo fahre ich denn hin? Ich muss da runter. Wir brauchen eine Poltergabel für den Traktor und wir brauchen
Wir haben keine, gell? Nee, da oben ist eine Palettenkabel und das Heugedöns und eben die Schaufel. So, und weg mit dir. Dann schalten wir den mal kurz ab, steigen wir kurz aus und gehen mal kurz einkaufen. So, ich brauche auf jeden Fall eine Kettensäge. Die besorgen wir uns und dann nehmen wir es mal ganz stilecht. Eine Stiel. So, die Hammer. Und dann habe ich mir überlegt, bei den Forstgeräten, ich meine, wir könnten den Stepa nehmen, aber der ist mir ehrlich gesagt zu teuer. Wir haben jetzt so eine Poltergabel, um was auf den Hänger zu tun. Ich habe da was Billigeres. Den hier. Ja, wir könnten natürlich auch das da nehmen, aber das ist zu billig. Aber der hier oder der hier, das sind 2000 Unterschied. Mit dem können wir nicht so gescheit rückwärts fahren. Aber natürlich nicht so lange Dinger drauf liegen. Und da könnte man natürlich, es ist wurscht, wir nehmen den da. Oder den. Oh Gott, ich bin so unentschieden. Ich glaube vom Dings her, wir nehmen den da. Genau, wir nehmen den. Und gut ist, können wir nichts weiter machen. Okay, ist auch gut. Ja, will ich. Gut, und dann sagen wir noch schnell, gucken wir mal, wo das Zeug zurückgesetzt wird. Wir wollen es gerne an den Hof geliefert haben. Diesmal bitte, danke. Machen wir mal das weg, das weg. So, wo ist er denn? Wo ist er denn? Das muss doch ein Hänger sein, oder? Habe ich ihn übersehen? Oder habe ich ihn nicht gekauft? Hä? Wo zählt denn das dann dazu? Da auch nicht? Ich bin verwirrt. Ohne Scheiß, ich bin verwirrt. Ich habe doch den gerade gekauft, oder nicht? Oder auch nicht. Doch, da ist er doch. So, sagen wir mal, zurücksetzen. Zum. Ja, will ich. So, und wo stehst du jetzt? Ich hoffe, dass der irgendwo hier steht. Da ist er. Sehr gut. Hier ist unser Rücksetzpunkt. Sehr vernünftig. Sehr gut ausgewählt. Gefällt mir. Ja, da bringen wir doch ein bisschen Holz drauf, ne? Super. Ein Biobelt. Alles klar, dann war es das für die Folge. Wie gesagt, zwischen der und der nächsten gucke ich jetzt mal nach, was meine Tastatur gerade so rumblödelt. Und ja, dann hoffe ich, sehe ich dich bei der nächsten Folge wieder. Und dann, ja, bis dahin, mach's gut, gell? Ciao, ciao und Servus.